Wer im Internet mit seinem Browser unterwegs ist, hinterlässt Spuren. Ein VPN kann dagegen nur sehr beschränkt schützen. Ich erkläre dir in diesem Video, wie diese Spuren hinterlassen werden und wie du dich mit Firefox effektiv dagegen schützen kannst. Los geht's nach dem Intro. Ich bin hier mal auf der Webseite miunique.org und ich kann dir auch empfehlen, das mal zu tun. Diese Webseite versucht zu schauen, ob es einen zweiten Besucher der Webseite gibt, der die identische Konfiguration hat, wie du auch. Was heißt das konkret? Naja, ich bin jetzt mit dem Tor-Browser hier drauf und hier sagt mir jetzt die Webseite, unter unseren 3 Millionen Besuchern können wir dich immer noch einzeln herausfiltern. Wir wissen immer noch, wer du bist. Wir verwechseln dich also nicht mit den anderen 3 Millionen Besuchern. Das ist natürlich genau das, was Werbenetzwerke wollen und auch tatsächlich machen. Sie versuchen, Benutzer immer wieder zu erkennen. Und dazu gibt es verschiedene Techniken. miunique versucht, alle diese Techniken anzuwenden, um zu erkennen, wer der Besucher ist. Natürlich können die jetzt nicht deinen Namen und so weiter herausfinden und auch nicht deine Adresse. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sie können sehen, dass es eben keine zweite Rechnerkonfiguration oder keinen zweiten Browser gibt, der so aussieht wie du. Also sie können ganz klar sagen, dieser Benutzer hat vorhin, keine Ahnung, vor 5 Minuten den Test schon mal aufgerufen. Also das können die eingrenzen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, ein Browser überträgt verschiedene Merkmale an die Webseite. Das ist zum Teil auch einfach eine technische Notwendigkeit. So wird zum Beispiel die Spracheinstellung, die Zeitzone und das Betriebssystem übertragen. Und natürlich auch die Browserversion, mit der du gerade unterwegs bist. Wer noch mehr darüber erfahren will, der kann hier einfach runterscrollen und der sieht zum Beispiel, was hier alles übertragen wird. Zum Beispiel auch deine installierten Schriftarten. Denn davon ist ja abhängig, welche Schriftart eine Webseite darstellen kann. Und diese ganzen Merkmale nutzt halt miunique, um eine Art Rasterfahndung zu machen und zu sehen, ob genau diese Merkmale schon mal bei einem anderen Nutzer aufgetreten sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du quasi ein Einzelstück in ihrer Datenbank von den 3 Millionen Besuchen, die die schon mal auf ihrer Webseite hatten. Jetzt bin ich hier im Tor-Browser und der versucht, alle diese Techniken so gut es geht zu umgehen. Und selbst diesem Browser gelingt es nicht, gegen all diese Techniken anzukommen. Trotzdem werde ich ja hier noch als Einzelstück herausgefiltert. Wenn ich anonym sein möchte, will ich ja in der großen Masse untergehen. Das funktioniert hier aber nicht. Was müssen wir also machen? Ganz ehrlich, dagegen kann man nichts machen. Wenn es schon der Tor-Browser nicht kann, der ja schon zum Beispiel die IP-Adresse verschleiert, braucht man da eigentlich nicht sehr viele Gedanken dran verschwenden, sich hier noch weiter reinzusteigern. Das bringt einfach nichts. Man kann aber trotzdem was machen. Ich habe es ja am Anfang versprochen, den Firefox so datenschutzfreundlich wie möglich zu konfigurieren und das natürlich auch in einem Umfang, dass man beim Surfen nicht gestört wird und dass der Konfigurationsaufwand gering gehalten wird. So, was könnten wir jetzt also tun? Klar, man könnte den Tor-Browser verwenden, das hätte aber den entscheidenden Nachteil, dass ich da sehr langsam im Web unterwegs bin. Den Tor-Browser würde ich wirklich nur benutzen, wenn es unbedingt notwendig ist. Eine Alternative wäre jetzt, den Firefox so zu konfigurieren, dass er eben möglichst wenig Spuren anfallen lässt. Und natürlich möchte ich auch so wenig wie möglich Informationen an Mozilla selbst senden. Tja, das könnten wir jetzt machen, das würde aber hier bedeuten, ich bin jetzt mal auf der Website Restore Privacy, die ist auch sehr zu empfehlen, allerdings müsste ich dann diese ganzen Konfigurationen hier durchgehen. Und das sieht für mich so ein bisschen nach Lebensaufgabe aus, vor allem weil man das ja auf jedem Gerät wieder neu machen muss oder müsste die Profile kopieren. Ja, also alles nicht wirklich praktikabel, vor allem was ich dann halt auch kritisch finde ist, was passiert denn, wenn es ein Update oder neue Funktionen im Browser gibt? Und die gibt es permanent. Dann müsste ich hier ständig abgleichen, wie aktuell ich mit meinen Optionen bin und ob ich die besten gesetzt habe. Was auch sehr zu empfehlen ist, ist zum Beispiel das Privacy-Handbuch. Ich werde euch beide Seiten mal verlinken. Die haben auch diese ganze Thematik mal angesprochen bzw. beschrieben. Deshalb habe ich eine einfache Lösung gesucht und die heißt LibreWolf. LibreWolf gibt es für alle Betriebssysteme und das ist Firefox mit genau diesen Optionen gesetzt, die wir vorhin gesehen haben. Das heißt, du musst nur noch diesen Browser installieren und brauchst dir dann ab dann keine Gedanken mehr zu machen. Es gibt bestimmt bei LibreWolf auch noch Verbesserungspotenzial, so genau kenne ich das Programm nicht, aber man muss ja auch irgendwie einen Mittelweg finden zwischen Praktikabilität und Datenschutz. Was ich hier aber kritisch anmerken möchte, ist, dass die Installationsdateien scheinbar nicht digital signiert sind. Microsoft meckert dann hier rum, dass er dass diese App einen unbekannten Herausgeber hat. Hat er im Grunde auch recht.
und finde ich gerade für einen Browser auch eine ziemlich kritische Sache. Ich habe das trotzdem ausgeführt. Ich habe jetzt hier nicht diese Nightly-Version genommen, sondern diese 88er-Version und habe die installiert. Auch da bekomme ich die Meldung und habe es aber jetzt einfach trotzdem mal gemacht und habe immerhin mal die Prüfsummen hier abgeglichen, was ja ein bisschen Placebo ist, weil das wahrscheinlich ja alles auf dem gleichen Server hier liegt. Aber naja, immerhin. Was bekomme ich mit LibreWolf? Naja, ein Firefox, der halt eben schon vorkonfiguriert ist. Zum Beispiel ist hier uBlock Origin gleich aktiv. Ich habe als Standardsuchmaschine eben nicht mehr Google, sondern DuckDuckGo gesetzt. Und das ist alles so eingestellt, dass der direkt beim Schließen immer wieder alles löscht. Also wenn ich mal auf die Privacy Settings gehe, dann sendet er zum Beispiel immer Do Not Track, löscht alle Cookies beim Schließen und. Also Clear History, wenn LibreWolf closes. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Man könnte jetzt hier Cookies nochmal auswählen, ist aber ja oben direkt schon ausgewählt. Man kann damit ganz normal surfen. Ich bin jetzt mal zum Beispiel auf meiner Webseite und worauf ich zumindest bei der Startseite ganz stolz bin, ist, dass uBlock Origin hier nichts zum Blocken findet. Also ich habe jetzt scheinbar nichts Verdächtiges hier auf der Startseite eingebunden. Das versuche ich eigentlich auch immer so beizubehalten. Gelingt mir nicht immer, weil ich manchmal Sachen einbinden muss. Hier hat er jetzt irgendwie eine Sache geschafft zu blocken. Naja, aber ist immer noch moderat. Glaube ich, wenn man auf andere Webseiten geht, ist es viel schlimmer. Das wäre jetzt also meine Empfehlung, sich einfach mal den LibreWolf anzuschauen. Wenn du eh schon Firefox-User bist, dann ist das gar keine große Umstellung für dich. Und der große Vorteil ist einfach, dass das meiste hier einfach schon vorkonfiguriert ist. Ich schau mal, ob es die Möglichkeit gibt, einen Bonus für die Entwickler auszusetzen, wenn die da eine digitale Signatur dran kleben. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Wenn du noch eine Idee hast, wie man das Internet datenschutzfreundlicher gestalten kann, dann nutze doch einfach die Kommentare.